Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz geht heute ein wichtiges Gesetz in die parlamentarische Beratung, das die Situation der Pflege in den Seniorenheimen und in den Krankenhäusern deutlich verbessern wird. Und das ist auch dringend notwendig, denn wir alle wissen aus den vielfältigen Kontakten, die wir haben, dass viele, viele Pflegekräfte ausgebrannt sind, frustriert von kurzfristigen Dienstplanänderungen, von den Hohlen außen frei, dass eine planbare Freizeitgestaltung überhaupt nicht mehr möglich macht. Und dabei brauchen wir zufriedene, qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Die sind das A und O und die sind die wichtigste Ressource, die wir in der professionellen Pflege haben. Und genau dieses Thema gehen wir mit dem Gesetz an. Für die SPD spricht da noch die Pflegebeauftragte, deshalb werde ich mich auf den Krankenhaussektor konzentrieren. Und da haben wir ja auch einiges zu Wege gebracht. Jede zusätzliche und aufgestockte Stelle, Pflegefachkraftstelle, wird vollständig refinanziert. Und ich meine hier wirklich jede, denn der Deckel, der ist weg. Die Tariflohnerhöhungen werden zu 100% refinanziert, ausgeglichen, und zwar rückwirkend für 2018. Die Finanzierung der Ausbildungsvergütung wird verbessert. Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird gefördert. Und, was auch wichtig ist, der Kollege Roy Kühne, herzlichen Glückwunsch übrigens zum Geburtstag, die betriebliche Gesundheitsförderung wird weiter ausgebaut. Und mit dieser Verbesserung von den Rahmen- und Arbeitsbedingungen werden wir eine ganze Menge erreichen. Ein ebenso starkes Signal ist das Herausrechnen der Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen. In Zukunft wird im Rahmen vom Krankenhaus individuellen Pflegebudgets das vorhandene Pflegepersonal vollständig refinanziert von den Krankenkassen. Es wird also zukünftig nicht mehr möglich sein, an der Pflege zu sparen, um Rendite oder Geld für Investitionen zu erwirtschaften. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Maßnahmen erheblich zur Stärkung der Pflege beitragen. Dass wir dabei natürlich die ambulante Pflege oder auch die Rehabilitationskliniken, es ist von einigen Vorrednern schon angesprochen worden, nicht aus dem Blick verlieren dürfen, das ist uns in der SPD-Fraktion klar. Und da werden wir im parlamentarischen Verfahren auch einen verschärften Blick auf diese Debatte haben, um hier Abwanderungen aus diesen Bereichen in den Krankenhäusern zu verhindern. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetzentwurf führen wir auch ein neues Instrument für mehr Transparenz in der pflegerischen Versorgung ein. Der Pflegepersonalquotient wird für jedes einzelne Krankenhaus aufzeigen, ob es das Geld, das es rechnerisch für Pflege erlöst, auch tatsächlich für Pflege ausgibt. Schwarze Schafe werden dadurch sehr schnell identifiziert werden. Allerdings denke ich, dass der Quotient lediglich den kalkulatorischen Durchschnitt abbildet und noch nicht den tatsächlichen Pflegebedarf der zu versorgenden Patientinnen und Patienten. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass der Personalquotient alleine wohl nicht ausreichen wird, um die qualitativ hochwertige pflegerische Versorgung zu gewährleisten. Er sorgt für mehr Transparenz, das ist gut, genauso wie die Pflegepersonaluntergrenzen gefährliche Zustände in der Pflege vermeiden. Aber weder das eine noch das andere kann an sich das, was uns Krankenhausfinanzierungsgesetz garantiert, nämlich eine hochwertige, qualitative Versorgung sicherstellen. Und deshalb meine ich, dass wir im parlamentarischen Verfahren wirklich sehr intensiv darüber diskutieren müssen, ob die Zusage des Gesetzgebers, alle Pflegestellen vollständig, vollumfänglich zu finanzieren, tatsächlich ausreicht, um diese qualitativ hochwertige Pflege zu gewährleisten oder ob wir weitere Personalbemessungsinstrumente brauchen, so wie wir sie in der Altenpflege und in der Psychiatrie auch schon haben. Und ich bin davon überzeugt, hierüber werden wir sehr leidenschaftlich diskutieren. Und jetzt sehe ich, meine Redezeit ist abgelaufen. Ich hätte gerne noch den Krankenhausstrukturfonds gelobt, aber das machen wir dann bei der zweiten und dritten Lesung. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Dittmer. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Andrew Ullmann.